kaputt auf jeden Fall, aber er ist irgendwie so derbe gegen die Wand geflogen. Ach, egal. Und seid vorsichtig. Gut. Alles auf Escort-Position, folgt dem Dock. So, ich habe jetzt die Elf-Note, müsste ich soweit gerettet haben, ich weiß es nicht. Eigentlich habe ich sie jetzt gerettet, es müsste ja aber noch einen zweiten Piraten geben, der hier überall rumschwimmt und der ist hier nicht. Wo ist der denn hin? Das ist jetzt sehr merkwürdig, eigentlich kommt hier noch ein zweiter Pirat, den man noch töten muss. Aber wo der jetzt ist, das weiß ich nicht. Das finde ich jetzt sehr merkwürdig. Oh gut, dann ist er anscheinend weg. Also soweit ich weiß, dass es dafür kriege ich auf jeden Fall 2000 Credits eigentlich, wenn ich das hier mache. Naja, gut, kann man jetzt nichts machen, aber so auf jeden Fall müsste da eigentlich noch ein zweiter Pirat auftauchen, ist jetzt leider nicht der Fall. Dann lassen wir das halt erstmal sein. So. Eine Mission, haben die Crawl zerstört. Das hätten wir noch machen können. Warte mal, was habe ich irgendwie... Glaube ich, dass wir hier einfach Sachen vernachlässigen, aber gut. Ist ja auch... verdammt. Wir haben den Transporter vergessen. Ich gehe nochmal zurück. Ich meine, da hinten ist noch was los. Nicht nur die Elf-Note ist da, sondern es gibt ja auch noch irgendwo einen Transporter, der irgendwo in der Gegend herumschwimmt. Den sollte ich mir auch nochmal schnappen. Ich glaube, es waren drei Bonus-Ziele, die es hier gibt. Oder vier, eins und beide. Ich bin mir echt nicht sicher. Auf jeden Fall weiß ich, dass hier irgendwo noch dieser verdammte Transporter ist. Und dafür muss ich jetzt eben einmal rundherum schwimmen. Das ist mir jetzt auch egal. Aber den Transporter hätte ich schon noch gerne. Sollen wir hier erstmal die Nachpunkte ansehen. Der Transporter muss jetzt aber irgendwie gleich schon weg sein. Ich muss mich echt beeilen. Schauen wir einfach mal nach. Und hier ist natürlich wieder nichts. Normales Handelsschiff. In Information, Matt. Ja, normales Handelsschiff. Ich sehe das Handelsschiff noch nicht mal, weil ich einfach zu lange weg war. Das ist mein Problem. Und ich will es eigentlich schon noch gerne schnappen. Weil der hat da doch schon einiges zu bieten. Schauen wir mal weiter nach. Irgendwo hier muss er ja lang geschwommen sein. Hier ist unser Schiff. Und da ist nichts. Und... Oh, Alter, unser Schiff ist auch groß, ne? Das ist ein großes Schiff hier. Schauen wir mal weiter nach. Ich gehe mal weiter gucken. Na, wo ist dieser Transporter? Das ist jetzt sehr ärgerlich. Also den hätte ich jetzt echt schon gerne gehabt. Der kann ja nicht weg sein, ne? Also der muss hier ja irgendwo herumtuckern. Das gibt's nicht. Das ist unglaublich. Wo kann er sein? Wo ist dieser Transporter hin? Der kann nicht weg sein. Wo ist er hin? Wir sehen uns gleich wieder. An der Stelle will ich eine Sache noch ansprechen. Die Crawler, wie sie heißen. Die haben ja eine komische Art von Plasmawaffe. Diese Plasmawaffen sind auch gefährlich für unser EMP-Schild. Heißt, sie machen auch EMP-Schaden. Wenn wir genug Schaden an unserer blauen Anzeige dann haben, dann können wir auch, das schon, tja, kurzzeitig unser ganze Strom verlieren und wir können, werden dann kampfunfähig. Das ist scheiße. Wollte ich nochmal sagen. Und solange ich hier jetzt kämpfe, schneide ich mal kurz. So, diesmal sind wir, glaube ich, gut in der Zeit. Schauen wir jetzt mal nach, was jetzt diesmal passiert. Ich hoffe, dass diesmal keine komischen Fehler auftauchen, wie dass sich zum Beispiel einer in die Luft sprengt und der andere wie ein Felsen kleben bleibt und was weiß ich nicht alles. Schauen wir mal nach, was hier los ist. So, angeblich... Jetzt habe ich hier aber was Größeres auf meinem Scanner. Jetzt sind noch zwei Gegner dort. Und das sollen auch eigentlich zwei sein. Schau dir das mal an, Willy Boy. So, einer... Ja, wir müssen genau schon das Leuchten hier da treffen. Wenn er sich nicht nur so blöd bewegen würde, wäre das als... Dein anderer Kollege passt da gerade viel, viel besser. So, komm her. Komm bitte her. Nicht verpissen jetzt. Da bist du ja. Kopfschuss. Gut gemacht. Die Piraten sind weg. Sieht so aus, als würde das eine Belohnung geben. Das ist gut. Dafür, dann haben wir das auch schon mal. So. Und jetzt kommt gleich nochmal eine letzte Sache. Hier müssen wir durch den Canyon. Folgt mir und seid vorsichtig. Alles auf Escort-Position. Folgt dem Dock. Ja, ja. Könnt ihr ja von mir aus machen. Es gibt ja auf jeden Fall noch eine kleine Sache, die wir uns mal anschauen sollten. Und ich meine, die ist ja irgendwo hier. Wenn nicht, dann habe ich halt Pech gehabt, aber ich meine, hier passiert noch irgendwas. Na, mal schauen. Ah, da ist er. Die habe ich gesucht, mein Kollege. Den sollten wir so schnell wie möglich jetzt noch kaputt machen. Mit unserem EMP-Pactor. Dann kriegen wir eine kleine Belohnung. So, zap, 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 den EMP-Pactor einfach draufballern. Wird schon. MP-Faktor hat leider nicht so eine gute Reichweite, aber wir müssen das Ding nur ausschalten, da haben wir einfach... Ja, so sieht's gut aus. Gute Idee, das Zeug können wir sicher gebrauchen. Tja, das könnt ihr halt nur erreichen, dieses Bonusziel, wenn ihr denn auch den EMP, den EMP-Faktor meine ich, mit einem P, nicht mit zwei, dann kriegt ihr auch die Möglichkeit, diesen Frachtalarm zu legen. Und das könnt ihr halt nur, wenn ihr die andere Bonusmission davor geschafft habt.
Eine nette Voraussetzung, muss ich sagen. Naja. So, damit haben wir 3 Bonusziele erreicht. Jetzt bin ich mir echt nicht ganz sicher, ob es noch ein 4. gibt. Sollte man sich noch umsehen. Werden wir sehen. Auf jeden Fall wird es jetzt erstmal ordentlich einen Krieg geben. Ich glaube nicht, dass sie noch irgendwas lahmlegen soll hier aus der ganzen Gruppe. Erstmal muss ich hier sowieso den Canyon abfahren. Ja, worüber kann man noch reden, während wir hier so ein bisschen langheizen? Jemand hat das Spiel hier. Hat er von dem Szenario her, hat er eigentlich diese interessante Möglichkeit so an sich gegeben. Er hat gesagt, das war da Unleashed gewesen. Der hat gesagt, von wegen, dass es eigentlich wie Fallout ist von der Situation hier. Nur, dass sich die Leute nicht entschieden haben, sich im Bunker zu verschanzen, sag ich mal, sondern dass sie sich einfach hier im Untergrund, sag schon, im Wasser, in Aqua, sich was aufgebaut haben. Sieht nach einem Piratennest aus. Angelina und ich bleiben beim Dock. Willy, du räumst die Verteidigung ab. Ja, jetzt bin ich hier. William! Sie haben Scharfschützen! Man kann sie nicht auf dem Sonar sehen! Schau dich um! Sei vorsichtig! Jetzt wird das hier ziemlich knifflig. Das ist eine sehr, sehr knifflige Stelle, gleich zu Anfang des Spiels. Der aber wirklich ein bisschen Können beweisen muss. Es geht darum, sich hier durch die Basis zu schlängeln, ohne zu sehr mitgenommen zu werden. Wie gesagt, es gibt hier Sniper. Aber nicht nur das, es gibt ja auch Geschütze und ähnliche Sachen. Aber die können wir auch so ausschalten. Ein bisschen mit der Vendetta draufballern und immer mal wieder verstecken, sodass er uns nicht richtig anvisieren kann. Und schon ist das Ding Geschichte. Ich hab gesagt, und schon ist das Ding Geschichte. Dankeschön. Sehr geil hier im Untergrund. So, da kommt Sniper, da können wir gleich das Sniper anwenden. So ungefähr. Ach verdammt, da hat er uns entdeckt. Nee, ist nicht. Stirb. Dankeschön. Der erste Schuss hat nicht so gut gesessen. Das habt ihr auch gesehen. Man muss wirklich schön das Orange treffen. Oder wie ich es auch sage, gerne Orange. Denn wenn man das trifft, dann kann man das ja einfach nur schaffen. So, was haben wir noch? Ich siebte noch ein paar mehr Ziele, die wir hier noch vor uns haben. Und wie gesagt, bestimmte Ziele werden hier Achtung, einfach William, angezeigt. Ich an ihn vorbei. Wie dieser Kollege hier, den wir jetzt einfach wegblasten werden. Bam. Den haben wir auch sehr gut getroffen. Da ist noch einer von ihnen. Jetzt. Perfekt. Ja, das sind die Sniper, die eben nicht auf dem Radar angezeigt werden. Da muss man aufpassen. Lasst euch Zeit bei der Sache. Lasst euch bloß Zeit. Nicht hetzen bei der Mission, sonst seid ihr eh tot und dürft die ganze Mission normal machen. Und das macht keinen Spaß, das glaubt mir mal. Dich wollte ich treffen, dankeschön. So, Vendetta. Wollen wir den Torpedoturm hier ausschalten. Der ist mit Torpedos ausgestattet, wie gesagt. Das hättet ihr fast denken können. Was für Torpedos? Das sind normale Standard-Torpedos aller Stanleys, die wir auch haben. Die nicht besonders lenkfähig sind, wie ihr wisst. Die einfach nur in eine gerade Richtung fliegen können. So wie da gerade eben. Also macht euch da auch mal keine Sorgen. Solange ihr immer ein bisschen euch links und rechts wackelt, kann euch eigentlich nichts passieren. Und ihr seht meistens die Torpedos auch rechtzeitig. Darum müsst ihr euch auch keine Sorgen machen. So, wenn der das Sniper wieder auspackt. Achtung, William, und schützen! Ich dich an ihn vorbei. Wo denn? Ich sehe doch noch nicht mal einen. Sag mir doch wenigstens, wo der ist. Wo ist Scharfschütze? Ich war doch irgendwo, soll hier doch einer gewesen sein. Okay, ich verstecke mich einfach mal hier. Das Geschütz auf jeden Fall. Können wir uns erstmal das Geschütz, würde ich sagen. Und ballern das mal ab. Das geht hoffentlich relativ schnell, sodass uns nicht weiter angreifen kann. So, gut, geschafft. Jetzt muss ich den anderen Sniper noch finden. Schauen wir nach, wo der ist. Ja, ich bin der Super Mega Stalker Ghost Walker hier in diesem Spiel. Ich warte, wo bist du? Wo bist du, mein Kollege? Wo kann das sein? Das ist wie Versteckspiel, nur dass er gefunden wird, erschossen wird. Da hinten bist du ja. Aber, nee, du bist ein normaler. Aber der Sniper hat mich auch nicht im Blick. Jetzt dreh dich mal ein bisschen in meine Richtung, dann knall ich dich auch ab. Ja, okay, dreh dich auch so auch in meine Richtung. So geht das einfacher. Kaputt gemacht. So, jetzt ist hier noch irgendwo noch ein Scharfschütze, wurden mir eben gesagt. Nur wo? Wo ist noch einer? Wo ist der letzte Scharfschütze? Wo kann er sein? Ah, Achtung, William, da ist er. Ich habe ihn gesehen. Schleich dich an ihn vorbei. Und der hat gesessen. Der hat mich noch einmal getroffen, an der Vorderseite. Bloß nicht so kritisch, das war das Gute gewesen an der Sache. Sonst hätte es auch anders enden können. So, jetzt kommt ihr hinterher. Jetzt haben wir das ganze Lager ausgeräumt. Eine nette Funktion, die ich euch nochmal zeigen möchte, ist, dass ihr den Tempomat aktivieren könnt per M-Taste. Dann fliegt ihr genauso schnell wie der Kollege, den ihr gerade verfolgt oder den ihr gerade eskortiert. Sehr praktisch, müsst ihr nicht immer so schwenkartig immer vor euch vorwärts bewegen und so wupp, wieder 130 Grad oder 130 km/h und dann wieder wupp und dann wieder 0 und dann wieder 330. Nee, ihr könnt einfach auf 70 fahren in dem Fall. Genau wie die anderen hier.
Nur aufpassen, dass ihr nicht in den anderen reinkracht. Das könnte manchmal ein bisschen Aua machen. Und das wollen wir nicht. Tü, tü, tü. Oh, diese ganzen Algen. Jemand sollte mal das Wasser sauber machen. Das ist ja furchtbar. Ja, das Eskortieren, das gehört manchmal auch zu dem Spiel dazu. Was ich finde, was das Spiel auch irgendwie an sich auch viel realistischer macht. Dass manchmal einfach nichts passiert. Es muss nicht immer was passieren. Manchmal fährt man einfach nur. Das ist einfach so. Oh, jetzt gibt's Schaden. Jetzt bin ich da jemand reingefahren. Jetzt habe ich blöd geschnitten. Ich gehe mal noch mal ein bisschen mich umsehen. Aber nee, jetzt glaube ich, ist... Was ist denn das da hinten? Das würde mich jetzt mal echt mal interessieren. Was ist das da hinten? Gibt es hier noch irgendwas, was ich wissen sollte? Das sieht nach einer sehr geheimen Station aus. Also, Mann. Mal sehen. Einfach mal schauen, ne? Man kann ja nie wissen. Vielleicht ist hier ja irgendwas. Aber ich glaube, in diesem Fall... Nö, nicht wirklich. Die Musik ist wunderschön. Das ist, ehrlich gesagt, mein Lieblingsstück aus dem ganzen Spiel. Was gerade leuchtet im Hintergrund. Wirklich, also wirklich sehr gut. Also gibt die Stimmung des Spiels eigentlich sehr gut wieder. Wirklich perfekt. So, ich versuche mal wieder aufzuholen. Ich fahre hier rum, wenn ihr nichts dagegen habt. Und dann sind wir auch gleich wieder bei der Harvester angelangt. Ich hoffe nur, dass wir das auch irgendwie schaffen, ohne dass wir uns jetzt noch den Kopf stoßen irgendwo. Oh, es ist hier dunkel. Ich habe mir einen dunklen Ort ausgesucht. So, schnell hinterher. Wir sind immerhin doppelt so schnell wie die. Ich meine, die fahren 70, wir fahren 135 hier. Ich frage mich so, in welchen Einheiten das Ganze gemessen wird. Also Geschwindigkeit, weiß ich nicht, ob sie in km/h... Ich hoffe mal, sie wird in km/h gemessen. Und die Tiefe, glaube ich, dass die in Füßen gemessen wird, also in Feet. Das glaube ich. Anders könnte ich mir das nämlich nicht erklären. So, jetzt seht ihr schon auf dem Radar, sieht rechts kommt wer. Kommt zurück zur Harvester. Na, so gut sieht das gar nicht aus, Kollege. Hier wird noch angegriffen. Ich verstecke mich hier mal und greife mal ein bisschen mit an. Mach hier mal ein bisschen Randale. Mal schauen, was passiert. Scheiße, Crawler! Eine Menge! Ja, das ist gar nicht mal so wenig. Ich schicke euch Animal zur Unterstützung. Ich versuche, das Dock zu erreichen. Erbitte Geleitschutz. Ja, du kriegst ja Geleitschutz schon. Du wirst schon nicht sterben. Das ist das, worum es geht. So, versucht eure Vorderseite zu schützen, dass ihr nicht ganz von der Vorderseite her angegriffen werdet. Vermeidet möglichst diese Konfrontation, die direkt einer gegen einen sind und wo ich einfach nur dumm anstarrt. Meistens führt das ins Nichts und ihr kriegt einfach nur viel Schaden dabei raus. So, Crab hier noch ein bisschen angreifen. Welch schmutziger Crab! Ah! Nein, stirb! Welch schmutziger Crab! Oh, so. Was? Oh, nicht Angelina. Angelina ist eine gute. Die darf ja gar nicht angreifen. Ja, nur auf die Spindrifter hier ein bisschen kaputt machen. Oh Gott, bleib mir bloß weg. Bleib mir bloß weg mit deinen Anfällen. So, wieder einer kaputt. Wir sind zu viert hier noch, glaube ich. Ja. Und da haben wir hier ganz eindeutig Vorteile. Schön mit Öl. Ich bin stolz auf euch, Leute. Kommt auf die Harvester zurück. Ihr dürft nicht fliehen. Hey, ihr habt alle Crawler geschafft. Dafür muss uns Finch eine fette Belohnung rausrücken. Kriegst auch was davon, Willy Boy. Ja, das war so eine kleine Zeitmission auch gewesen. Wisst ihr, das war das vierte Bonusziel, dass ihr in der Zeit, wo Finch andockt, dass ihr es in der Zeit schafft, alle Gegner zu besiegen. Und das, seht ihr, war schon ziemlich knapp. Der eine wollte schon gerade eben abhauen, wollte sich gerade schon wegbeamen. Die beamen sich einfach weg ins Nichts, wie der Hank Bellows das gemacht hat. Und jetzt gibt's auch ordentlich Bonus. Also, wow, wow, wow. Man sieht es hier schon. Vier Bonusziele haben wir erreicht. Haben die alle gemacht? Haben die Crawler zerstört? Oh man, alle Crawler vernichtet, Elfnot beschützt. Den Frachter haben wir auch gedingsbumst. Das wird jetzt aber gerade nicht angezeigt, weil es einfach zu viele Bonusziele sind. Dafür haben wir auch noch irgendwas bekommen. Ich weiß noch nicht mehr was. Ja, wir kriegen wir das Standardding, kriegen wir Plasma-Gun und ein paar Torpedos. Stanley. Kriegen ein XT-Plasma-Gatling. Okay, was auch immer das sein soll. Ein Treasure Shark, 3 Stück. 2000 Credits und einmal die Hitman. Was die Hitman ist, das werden wir auch noch herausfinden. Aber nicht mehr in diesem Part. Ich habe jetzt erstmal genug von Aquanox 2. Und ich hoffe, wir sehen uns dann nächstes Mal wieder bei diesem wunderbaren Spiel. Und da werden wir uns wieder einfach Unterhaltungen durchführen. Und weil ich euch so gerne mag, gehen wir noch einmal in die Müllschleuse reden mit Animal. Mal sehen, was der zu sagen hat. Hast du sie gespürt? Wen? Die Crawler? Sie wissen, dass ich an Bord bin. Sie töten Abtrünnige. Aber wir haben es ihnen gezeigt und Dr. Finch rausgehauen. Glaubst du im Ernst, die Makina-Leute sind besser als die Crawler? Sie sind nur offizieller. Ich weiß nicht. Verschwinde, hau ab, die wissen, dass ich hier bin. Und darüber dürft ihr jetzt gerne in den Kommentarsektionen drüber philosophieren, was hier überhaupt los ist.
Ja, ich bin mal gespannt, was ihr zu sagen habt. Vielleicht seid ihr Kenner des Spiels und wollt ihr nochmal unbedingt was loswerden zu den Spielen im Ganzen. Bitte nicht spoilern, bitte behaltet solche Sachen für euch. Aber ich würde mich freuen, wenn wir uns hier alle ein bisschen austauschen können. Ciao Leute, bis zum nächsten Mal bei Aquanox 2. Ich speichere jetzt ab auf eine Speicherstadt, die ich noch nicht benutzt habe. Ach, nehmen wir jetzt mal den hier. Da kann ich jetzt ruhig speichern. Ich habe daraus gelernt, ich werde in nächster Zeit mehrere Speicherstände benutzen, weil ich habe keine Lust, dass sowas hier heute nochmal passiert. Ciao Leute, bis zum nächsten Mal. Augenklatscher. 5 auf die Augen.